gerade sagen, jetzt ziehen wir jetzt aber keine Strafe, oder? Dann haben wir doch nur für die rote Ampel was kassiert, die nicht gerechtfertigt war, weil wir ganz klar bei grün losgefahren sind. Was kann ich dafür, wenn die bis dahin wieder rot ist? Wie schnell ging die bitte wieder auf rot? Also, das zähle ich nicht mit. Haben wir ja Tatsache dieses Mal nicht eine einzige Strafe kassiert. Das ist ziemlich nice, würde ich sagen. Eine ziemlich nice Leistung. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play American Truck Simulator, Folge 23. Wir mussten wieder anhalten für eine Wiegestation. Boah, wenn wir wieder so Nord-Süd fahren. Grundsätzlich, wenn man die Staaten wechselt, glaube ich schon, dass man sich da immer wieder wiegen muss. Da müssen wir jedenfalls zwischenhalten. Ja, in Europa ist es aber nicht besser, da haben wir nämlich die ganzen Mautstellen. Das ist uns dann auch in den letzten Folgen vom Eurotruck aufgefallen. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. So, genau, wir haben immer noch diese recht monströse Ladung mal wieder. Wird aber auch wieder ganz gut bezahlt, ne? Also... wir werden wieder Speed aufbauen. 750 Kilometer sind es ja noch. Das ist durchaus nicht wenig. Kurvenlage tipptopp von den Trucks. Also, da muss man sich so schnell erstmal keine Gedanken machen, dass der umfällt. Hallo Polizei. Ich werde dann mal kurz den Tempomat anmachen. Jetzt komme ich natürlich wieder nicht vorbei, weil. Ja. Fahren wir halt mal mit der 100 hier. Dann ist das jetzt so. Mal die 100 voll. Das ist eine geile Raststätte hier, ganz ehrlich. Hat schon was, muss ich sagen. Fällt mir. So viele Schlafplätze, meine Güte. Aber jetzt haben wir es ja gerade. Wunderschön. Digga, es ist schon 16 Uhr? Bitte, den ist wieder dunkel. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Na, gehört dazu, würde ich sagen. Ja, die mussten mich ja direkt abbremsen auch vor der, ne? Hier. Ah.
Hey, was geht's hier bei 97 auf 80 runter? Da hätte ich auch gleich überholen können hier. Und jetzt gibt da wieder Gas oder was? Ich hasse das, diese Leute, die einen immer abbremsen müssen hier. Komm. Aber die Verarbeitung des Cockpits finde ich nicht schlecht. So mit diesem Holz und so. Ich bin da ein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da ist auch wieder so ein großer Sammelort. Muss ein bisschen weiter außen fahren. Wäre wieder ein LKW-Händler. Schade. Leider müssten wir da abfahren, habe ich keinen Bock drauf jetzt. Da werden wir durchfahren. Stimmung hier. Wir sind in Medford, beziehungsweise sind auf der Durchreise durch Medford durch. Unsere 100 drauf. Jetzt kommen wir die ganze Zeit nicht vorbei. Das ist halt mehr als belastend, weil da der ganze Zeit die Police vor uns fahren muss hier. Jetzt gerade hauen sie doch ab hier gerade von mir. Dann geben wir doch mal Gas. Oh nee. Aber jetzt geht das Einkommen hier mal richtig los. Halt doch. Hilt. Ei, Hilt. Hild? Was ist denn Hild? Das ist doch kein Ort hier, oder? Da ist doch nur ein einziges Teil. Interessant. Ja, zieh's mir jetzt aber hier nicht. Ja, gut.
Landwirtschaftliche Inspektion. Was ist das hier? Das ist so eine... So, ist ja... Das habe ich ja noch nie hier gehabt in dem Game. Das ist ja geil. Weiter geht's. Nee, sowas finde ich immer cool. Also. Feier ich. Nochmal einkommen. Meine Güte, du. Sydney. So muss das laufen. Jeder fängt mal klein an. Die fetten Gewinne wollen wir dann später sehen. Jetzt denke ich, können wir aber endgültig mal durchbrettern. Eine Bullerei? Nee, sonst hätten wir schon Strafe bekommen. So, jetzt haben wir mal richtig Speed hier. Oh Gott, was ist denn das? Oh, nö. Oh, Alter, was ist das denn hier für eine Straße, aber... Ah, diese scheiß Karre muss mir natürlich wieder hier das alles versauen. Jetzt halte ich den Schwung... Jetzt verliere ich wieder den ganzen Schwung. Das wird sicherlich nicht schlecht aussehen, wa? Hallo. Da hat es dann doch wieder, da hat es dann doch nicht erreicht. Beziehungsweise ich habe nicht gelenkt. Kein Schaden. Für die Ladung. So, jetzt haben wir diesen komischen Bogen gemacht. Ja, weißt du, da denkst du dir so, das kann doch niemals klappen und dann fährt er dir das trotzdem. Also, boah. Genau so muss es sein.
Kilometer noch runtergerissen hier. Wenn wir so weiterfahren, schaffen wir sogar die Folge noch zum Ziel zu kommen. Langsam wird's dunkel jetzt aber. Reading. Willkommen, willkommen in Reading. Reading, Wedding, Blebbing, Schmedding. Huch, was war denn das? Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Bei mir hat der Ton gerade einen kurzen Aussetzer gehabt. Audiotreiber, vielen Dank für nichts. Oh, Ehre. Nice. Sie können die Wiegestation umfahren. Danke. Wahrscheinlich haben wir für hier irgendwie eine Genehmigung oder was? Keine Ahnung. Weiter geht's. So, komm. Es geht jetzt schnell runter. Jetzt können wir endlich mal fahren. Top Speed von den Trucks finde ich echt klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Bremst worden hier. Nochmal Einkommen. Mein Gott, jetzt geht das aber hier schnell mit dem Geld. Über 10k plus gemacht oder so. Und auch hier Level Up. Wir müssen mal gucken, ob wir die auf Fernfahrten geskillt haben. Da würde ich die jetzt nämlich erstmal gerne wieder auf ausgeglichen dann stellen, wenn die erstmal ein bisschen Fernfahrten haben, ein, zwei Level. Reicht das erstmal, dann können die das automatisch wieder entscheiden. Ich wollte nur nicht, dass die immer nur den gleichen Auftrag machen und dann wieder in diese Schleife kommen, dass die halt nur einen einzigen Auftrag fahren und dann keinen Gegenauftrag finden, warum auch immer. Wollen wir nicht, gibt's hier nicht. Deswegen Fernfahrt muss ich beim Eurotruck dann auch nochmal prüfen, den werde ich heute aber auch noch aufnehmen, von daher. Ich glaube sogar nach der Folge, kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt mit dem Auftrag fertig werden, und ich denke mal, wir werden mit dem Auftrag fertig, weil ich jetzt einfach mal sage, wir fahren jetzt einfach durch. Dann haben wir das doch auch erledigt hier. 1000 Kilometer in zwei Folgen, gar kein Problem. Wäre doch eine Sache, wa? In 40 Minuten einfach mal 1000 Kilometer zu fahren. Wie schnell müsste man da unterwegs sein? Oh. Sehr schnell, nicht so wie dieser Truck hier gerade fährt. Aber der Maßstab ist hier nicht 1 zu 1. Nee. Noch. Ah, 150, wenn es geht, aber hier jetzt runter wie Butter. Und hey, sag mal. Rüber, rüber, rüber. Oh, das Blaulicht.
Gott sagen, die ziehen mir jetzt aber keine Strafe, oder? Dann haben wir doch nur für die rote Ampel was kassiert, die nicht gerechtfertigt war, weil wir ganz klar mit bei Grün losgefahren sind. Was kann ich dafür, wenn die bis dahin wieder rot ist? Wie schnell ging die bitte wieder auf Rot? Also, das zähle ich nicht mit. Haben wir ja Tatsache dieses Mal nicht eine einzige Strafe kassiert. Das ist ziemlich nice, würde ich sagen. Eine ziemlich nice Leistung. Haltet mich einfach alle nicht auf. Boah, also diese Nacht ist definitiv nichts für mich hier. Nur wenn ich jetzt nochmal schlafen würde, dann würde es mit der Zeit wahrscheinlich hinhauen. Nach dem Auftrag müssen wir eh schlafen, aber das macht nichts, weil danach suche ich mir eh einen neuen Auftrag, dann ist man eh wieder ausgeschlafen. Ah, Viecher hier, weg. So, okay, auf dem Kreuz waren wir scheinbar schon mal unterwegs. Ja, wie konnten wir denn da unterwegs sein? Was macht denn dieses Ding hier? So, Sacramento, ist schon unser Zielort. Sieht ganz danach aus. Zwei Werkstätten gleich. Müssen wir ja theoretisch abfahren. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ich würde mich, denke ich, jetzt schon mal nach rechts einordnen. Okay, Tatsache ist da das schon das Ziel. Nice. Oh, da hinten ist aber nochmal so ein Kacke. Warte mal. Der Eingang ist doch hier. Ja, Moment. So, jetzt machen wir mal was Schönes.
lass den Anhänger mal da ganz kurz stehen. Habe ich früher nämlich immer so gemacht. Und jetzt fahren wir ganz kurz noch da nach hinten und holen den Shop. Hey, was machst du denn da? Die Druckluft leer. Was mache ich jetzt? Habe ich jetzt keine Bremse oder? Was ist denn hier mit dir? Oh, ey. Geht der ab. Theoretisch müsste er doch hier sein. Ein Western Star ist ganz nice. Stehe ich hier natürlich ein bisschen blöd. Das ist die Frage. Ja, sehr gut. Jetzt können wir nämlich wieder so fahren einfach. Aber du biegst jetzt hier nicht ab, oder? Ohne Anhänger ist das Ding ja so ein Kraftprotz. So, haben wir den Händler mitgenommen. So, und jetzt können wir den Auftrag abschließen. Ja. Ja, ich glaube zwar wieder nicht, dass das funktioniert, aber man kann es ja mal probieren. Der Anhänger halt so krass hinterherziehend ist, aber... Ja.
kommt denn jetzt hier nicht? I see. Ja, okay, da komme ich, denke ich, nie wieder weg, oder? Ah, doch, doch, okay, na gut. Okay, hat geklappt. Hammer! Nur noch 93 Kilometer, ausgezeichnet. Und da gibt es unsere 24.000 Moneten. Und wieder ganz knapp kein Level ab. Okay. Alles klar. Dann sprechen wir mal wieder ab. Dann machen wir ganz kurz unseren Fahrermanager. Ja, so, da ist es doch. Genau, Baldur. Okay, ausgeglichen haben wir die alle gestellt. Okay, wir haben die gar nicht auf. Alles klar. Nein. Die haben aber alle schon mittlerweile ganz gut hier geskillt. Die fahren aktuell. Okay, der fährt sogar schon woanders lang. Los Angeles, Fresno, Los Angeles, San Rafael, San Francisco, Sacramento. Okay, die fährt jetzt auch schon mal von den anderen Routen. Yuma, Santa Cruz, Sacramento, Fresno. Aber die fahren immer wieder zurück nach Los Angeles. Das verstehe ich nicht so ganz. Wieso das machen? Los Angeles nach Oakland. Okay, ja, das ist ganz nice. Man kann denen dann ja später auch noch eigene Trailer hinzufügen und so, ne? Hier, Auflieger. Das ist ganz nice. Freunde, aber für die Folge war es das jetzt erstmal. In der nächsten Folge nehmen wir dann wieder einen neuen Auftrag entgegen und schauen dann mal, wie wir uns hier weiter nach vorne arbeiten können. Der Truck, den fand ich auf jeden Fall mega nice. Fuhr auch ganz geil. Persönlich fand ich den Canverse aber vielleicht einen kleinen Tick besser. Muss man dann später nochmal sehen. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.